Hallo, meine Lieben. Heute kochen wir mal weniger. Heute machen wir ein leckeres Tiramisu. Alle Rezeptsachen und Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und es geht los mit Wir kochen Espresso. Ihr wisst ja, dass ich die Nespresso-Kaffeemaschine habe. Und da nehme ich mir einen leckeren, starken Espresso-Kaffee und mache so eine halbe, dreiviertel Tasse, wie ich sie da im Video habe. Aber ihr braucht ungefähr 8 bis 9 Esslöffel kalten Kaffee. Heißer tut's auch. Ich habe den nämlich heiß benutzt. Geht genauso gut. Auf jeden Fall können wir dann starten. Ich habe noch einen Rest Chantre gehabt von meinem Eierlikör und Baileys Video und den kippe ich da einfach mit rein, um das ein bisschen zu aromatisieren. Ihr könnt aber auch einen italienischen Likörwein nehmen. Dann habe ich mir ja diese Löffelbiskuits gekauft. Die sind übrigens super verpackt, A4 Einheiten, sodass man nicht gleich alles miteinander aufreißen muss. Mir reicht heute eins, denn das soll nur ein ganz leichtes Dessert heute Nachmittag bei 30 Grad im Schatten sein und eine kleine Erfrischung, kalt aus dem Kühlschrank, und da geht's auch schon los. Als erstes nehme ich meine Tupperware Tafelperle, die ich selbst gekauft habe und nicht gesponsert werde, und lege die einfach mit Löffelbiskuits aus und träufle da ein bisschen Kaffee darüber. Dann geht's an die Mascarpone-Creme. Die geht genauso einfach. Einfach 250 Gramm Mascarpone. Ich hatte leider keine 500 Gramm. Ihr könnt natürlich auch 500 Gramm nehmen, spielt keine Rolle. Und 2 bis 3 Eigelb dazu. Dann verrührt ihr das einfach. Nehmt bitte einen Mixer. Ich habe mich heute schwer getan. Ich war echt zu faul, den Mixer aus dem Schrank zu nehmen. Weswegen ich dann einfach einen Schneebesen genommen habe. Zucker nicht vergessen. Das sind ungefähr 3 Esslöffel Zucker. Macht es ruhig Pi mal Daumen. Das spielt keine Rolle, wenn ein bisschen zu viel oder zu wenig ist. Ihr wisst ja, Kochen ist gleich chaotisch bei mir. Und dann alles mit dem Schneebesen verrühren. Als nächstes habe ich eine tolle Bitterschokolade, und nehmt bitte wirklich eine gute Schokolade von Sarotti, die kostet nicht die Welt. Schmilzt die 2 Minuten bei 450 Watt in der Mikrowelle, so wie ihr das von mir kennt. Das geht total easy. Nach den 2 Minuten ist auch garantiert nichts angebrannt und ihr könnt einfach nochmal mit so einem Mini-Schneebesen das Ganze verrühren. Und dann habt ihr eine leckere, leckere Füllung. Das werdet ihr gleich sehen, wie ich auf diesem Video dann die Schokolade habe. Und jetzt geht ihr einfach nochmal mit dem Schneebesen da rein und das fügt sich zu einer wunderbaren, cremigen, schokoladigen Masse zusammen. Und das Ganze kippt ihr dann über eure getränkten Löffelbiskuits als schöne, leckere Füllung. Wenn ihr wollt, könnt ihr an dieser Stelle auch noch ein bisschen Orangenlikör darüber geben, ganz wie ihr wollt und ganz nach Geschmack. Der nächste Schritt ist total einfach. Ihr nehmt dann einfach eure Mascarpone-Eicreme und gebt die, oder besser gesagt, kippt die über alles drüber. Das habe ich nämlich in dem Fall auch gemacht. Die flutscht ganz einfach aus der Schüssel und da könnt ihr alles schön drüber gießen. Total easy. Und dann seid ihr schon fast fertig. Als nächstes habe ich von der Sarotti-Schokolade eine Rippe aufgehoben und nehme da ein scharfes Messer und schabe einfach so ein paar Schokoraspeln ab. Das geht total einfach. Noch einfacher wird es gehen mit einer ganzen Tafel Schokolade, aber ich war einfach zu faul, noch eine neue Tafel aufzureißen. Was hätte ich dann auch gemacht damit? Natürlich, man kann die Schokolade aufheben, und das war heute eine ziemliche Schweinerei, weil meine Finger sehr warm waren. Deswegen ist die gleich geschmolzen, aber kein Problem. Ich hatte noch Raspelschokolade in einem Behälter, die habe ich einfach drüber gegeben. Ja, okay, bei Jamie Oliver sieht das Ganze etwas dekorativer aus, aber Schokolade ist Schokolade. Und wenn ihr so eine flache Tafelperle habt wie ich, dann könnt ihr den Deckel nehmen und den bequem da drauf setzen. Und weil die Schüssel so schön flach ist, passt die wahrscheinlich in jeden Kühlschrank rein, oder aber ihr findet ein leeres Fach, um die Schüssel im Kühlschrank zu platzieren. Lasst das Ganze noch 1-2 Stündchen durchziehen und dann genießen mit einem eiskalten Eiskaffee zum Beispiel. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder oben links sogar meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao!